Wunderbar, weitermachen. Lalalala. So. Dann in Alchemie Tisch 2. Kann ich den anderen nicht einfach upgraden? Muss ich den wirklich haben? Ich kann den nicht upgraden, Tatsache. Ja gut, ja gut. Dann an den drehen. Und er passt natürlich nicht dahin, wo ich ihn gerne hätte. Da würde er hinpassen neben den anderen. Das geht natürlich nicht. Was ist das hier für ein Tisch? Arbeitstisch. Ich möchte ihn ersetzen. Arbeitstisch. Jo, den kann ich relativ leicht ersetzen, okay. Dann machen wir den weg. Plopp. So, und den Arbeitstisch, den mache ich gleich neu. Ich dann gleich die Teile. Bling. Säure. Deine Geschwindigkeit. Okay, ist auch sehr interessant. Aber warum? Da nicht angezeigt, dass ich das alles habe. So, das. Was waren das noch? Ach ja, was da oben ist. So, dann giftiges Pulver war das. Und weg. Innig. So. Dann haben wir jetzt alles. Und dann hoffe ich mal, klappt das mit der Säureherstellung. Lop, da ist er. Da haben wir die Säure. Wunderbar. So, dann noch kurz zum Esel. La 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 la. So, wir haben keinen Platz mehr für eine Leiche. Die liegen halt hier vor sich hin. Werfen wir jetzt einfach alle ins Wasser. Total egal. So. Tschüss. Der Fluss führt in die Stadt, das ist mir aber total egal. Na komm. Oh. Hab dich nicht so. Nur weil du nicht schwimmen kannst. So. Tschüss. Auf die 1,50, die ich da bekomme pro Leiche. Ah. Brauche ich.
Zeit da jetzt die ganze Zeit um zu hacken und alles. Noch Asche und Salz habe ich auch. Brauche ich jetzt nicht. Tschüss. So. War doch gerade, dass der Esel. Ah. Okay. Hab's ein magischer Kürbis. Soll ich denn magischen Kürbis machen? So, ich brauchte auch noch Samen, beziehungsweise ein. Was war das? Kürbis. Glaube ich. Oder zumindest genug Samen für einen silbernen Kürbis. Hallo. Ach, ist er immer noch nicht da. Wie lange schläft er denn? Bronzener Kürbis. Silberner Kürbis. Ich nehme einfach mal 4. Ich habe nämlich keine Ahnung. Obwohl. 2. Kürbiskern haben wir auch. Bett 3. Gefertigt an Bett 3. Was? Das ist so manche Dinge, ne? So, NPC. Stelle einen magischen Kürbis her, okay. Bringe dem Händler eine Handelslizenz, baut eine Heilung für seinen Fluch. Was möchte denn die Hexe haben? Silberne Fischfilets, ja, nö. Der Hexe dabei, ihr Gedächtnis wieder zu bekommen. Züchter einen Silber. Hm? Brauche ich einen normalen Kürbis? Vielleicht. Mal sehen. War sie denn jetzt so? Jetzt ist auf einmal auf der linken Seite. Züchter einen silbernen Kürbis für Clothe. Ja, ich glaube, ein gekaufter reicht auch vollkommen. Gut, die zwei Sachen können wir machen. Hilft der Hexe dabei, ihr Gedächtnis wieder zu erlangen. Ich weiß nicht wie. Das Halsband von der Schlange zurück. Nomikon. So, gut. Dann. Säure noch? Ja, habe ich. Erstmal zum Leuchtturm. Geben wir ihm die Säure. Hier ist die Säure. Das sollte mehr als genug sein. Sieht so aus, als hätte ich alles, um diese Seiten voneinander zu trennen. Warte einen Moment, junger Mann. Ein bisschen Säure. Die jungen Spunde sind immer in Eile. Aber wohin geht ihr eigentlich? Vor euch gibt es nichts mehr. Und jetzt vorsichtig die Seiten auseinanderziehen. Hast geschafft, ha? Ich hab's noch immer drauf. Mal sehen, was da steht. Hier haben wir 3 Teile des Laufs. Eine Halskette mit einem Blutsaphir, ein goldener Winkel und ein endloses Notizbuch. Lange hat ein endloses Notizbuch. Ich glaube, ich weiß, woher ich eine Halskette und den perfekten Zaun bekomme.
glaube, ich weiß, woher ich eine Halskette und den perfekten Zaun bekomme. Als ich mit... Momentchen noch. Da steht noch etwas anderes auf der Seite. Mit meinem Freund beim Leuchtturm war, wollte ich ihm sagen, Esmeralda, schwanger, sein Kind. Ich glaub, mich trifft der Schlag, ich hab ein Kind, ich habe vielleicht ein Kind. Unglaublich, einfach unfassbar. Was ist mit der Halskette und... Du hast von der Halskette und dem perfekten Zaun erzählt. Ach ja, es ist alles miteinander verbunden. Wie merkwürdig. Ich bin vielleicht Vater. Mittlerweile ist er bestimmt schon 25, aber trotzdem. Eine Halskette und der perfekte Zaun. Junger Mann, du musst mir helfen. Ich weiß genau, wo du den perfekten Zaun finden kannst. Ich verrate dir alles, was du wissen willst, wenn du mir hilfst, herauszufinden, was mit Esmeralda und unserem Kind geschehen ist. Ich werde dir helfen. Wie habt ihr von nur vorher irgendwas auf die Reihe bekommen? Mal überlegen, wo sollen wir anfangen? Esmeralda kam hier mit einem Wohnwagen über den nördlichen Pass. Wohnwagen? Sie können nicht von hier weg, da der Pass eingestürzt ist. Ich habe gehört, dass sie noch immer in einem kleinen Camp in der Nähe der Burgfeste nördlich des Dorfes leben. Du solltest dorthin gehen und mit ihrem Bruder reden. Er sollte mittlerweile der Romar-Baron sein, da sein Vater gestorben ist. Okay. Was ist mit den Necronomicon? Du hast doch an der Universität gearbeitet, richtig? Ja, in der guten alten Zeit. Damals hatte mein Leben noch einen Sinn. Aber jetzt kümmert mich nichts mehr. Ich weiß genau, um zu wissen, was ich niemals genug wissen werde. Und außerdem machten die Gesetze des Inquisition meine Arbeit unmöglich. Letztendlich habe ich einfach aufgegeben. Hast du vielleicht noch ein paar Kontakte dort? Ich brauche ein Buch, das Necronomicon. Oh, junger Mann, das Buch habe ich mitgenommen. Dieser Magiemüll interessiert niemanden dort mehr. Also habe ich es meinem Freund gegeben. Er kann nicht lesen, aber er mag die Bilder. Genau, erstmal Necronomicon ihm gegen. Wo ist dein Freund jetzt? Genau hier. Haha. Er arbeitet als Leuchtturmwärter. Wow. Was die drei Teile des Laufs angeht. Okay. Ja, dann fragen wir ihn mal. Also dieses Buch. Hallo, hast du noch immer das Buch, das der Astrologe dir gegeben hat? Ja, so ein dickes, fettes Buch. Die Bilder sind hässlich. Ich benutze es als Stütze für meinen Schrank. Kann ich es vielleicht haben? Ich habe mir schon ein neues Schrankbein gemacht, also warum nicht? Aber es ist ein dickes, fettes Buch. Und die Bilder sind sehr interessant. Ich dachte hässlich. Ich sag dir was, ich tausche es gegen ein paar Maden. Ja. Die kannst du haben, kein Thema. Ich hab davon tausende. Erstmal gehen wir dann nach Hause. Dann muss ich kurz gucken. Das ist was, okay. Dann packen wir das ganze Holz wieder weg. Haben wir sonst nichts zu tun hier. Rupp. Rupp. So, der blockt uns, also hier lang, so, Stahl, einfache Teile, haben wir hier nur drinne, nichts Interessantes. So, dann machen wir mal da 13 Stück noch und hier machen wir dann die Verbesserten rein. Steine können wir nicht machen. Grabsteine sinnlos.
Na gut, wir wollen Maden holen. Maden, Maden, Maden. So. Wir brauchen noch 3. So. Dann Leuchtturm. Bitteschön. Ich kann auch noch handeln. Was hat er denn? Gutes Fischfilet, weißes Fischfilet. Irgendeiner wollte hier noch irgendwas. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gefuttert und ich wollte das gar nicht. Beste Laser, besorgt Necronomicon. Haben wir gemacht. Er wollte das Fischfilet haben. Oma Baron. Silberne Fischfilets. Okay. Hier silberne Fischfilets. Hier Stück. Wir haben ja das Geld. So, morgen müssen wir wieder beten. Also Predigt halten und so. So, dann gehen wir kurz zur Hexe. Schauen, was die sagt. Also ich möchte, dass du ja, die Balken machst. Okay, wir haben eine Leiche. Da gucke ich gleich mal nach. Jetzt haben wir hier schönes Nix. Eisenerz kannst du machen. Ja, jetzt komm doch. Mach schnell das hier weg, das hier weg. Hoffentlich ist das eine gute Leiche. Es wäre schade, wenn nicht. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen umforschen. Oh. Ja. Okay, nee. Wird nix. Ich hätte daraus noch eine Leiche machen können mit einem roten Schädel. Aber nee, wollte ich jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht weiter dran rumdoktoren. So, ich stream's tatsächlich schon seit 8 Stunden. Krass. Das macht einfach Spaß. So, mal kurz alles hier rein. So, das haben wir. Das Necronomicon haben wir auch. Sollte noch rein. Silberne Geschichte packen wir auch noch rein. So, da muss ich mal kurz gucken.
Destillationswürfel 2. Oh, hier geht's ja noch weiter. Uff. So, 5er Leichen haben wir tatsächlich noch gar nicht. Also brauchen wir das auch erstmal nicht machen. Bierherstellung ist auch noch nicht so wichtig. Zombie Weinberg. Zombie Winzerei. So, Juwelier möchte ich auf jeden Fall machen. Edelstein. Muss ich kurz überlegen. Ah, ein Stück Marmor, dann können wir noch bessere Sachen bauen. Ich nehme erstmal den Edelstein. Weil die Barren, die kann ich dann auch immer noch herstellen. Wenn ich das Zeugs finde, reicht das ja vollkommen aus. So, Herzen wollte ich doch machen. Sieht's aus. Ah, hier kann ich dann die ganzen Tinkturen machen. Flüssigkeit verringert den Verfall der Leiche. Das ist nicht so. Kann hinzugefügt werden, um die Eigenschaften zu modifizieren. Toll. Ach ja, da brauche ich Bienenwachs, das war's. Ha. Ja, gut. Denke, die Zeit reicht erstmal, dass ich da noch zur Hexe gehe. So, für ihre Vergesslichkeit wollte die irgendwas, aber ich habe schon wieder vergessen, was es war. Also was heißt schon wieder? Das ist schon eine ganze Weile her, dass sie mir das gesagt hat. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ich dachte, es steht nur in der Questreihe dann, aber leider nicht. Wäre auch so schön gewesen. Einfach einen Durchgang bauen oder so. Was hat die eigentlich gegen Besuch? Hallo? Würden Sie bitte rauskommen? Jetzt kommt sie, zeigt sich denn nur abends, oder? Eine richtige Hexe.